Also, hallo liebe Facebook-Fans sozusagen, Miss Platinum Materia. Jascha ist leider krank nach wie vor. Und ja, jetzt kommen wir zu euren Fragen, die ihr uns gestellt habt mit den meisten Likes. Ich weiß jetzt, sind wahrscheinlich nicht alle dabei sein, hier und da mal fehlt eine oder so, aber erstmal die Fragen an uns beide, die wir beide sozusagen beantworten. Los geht's! Tabea fragt, wieso ausgerechnet Jascha, wieso ausgerechnet Miss Platinum? Eure Lieder werden alle gefeiert. Was denkst du, was euch drei als Kombination so besonders macht? Ich denke, dieser wunderschöne Hut, dein optisches mit deiner wunderschönen Bluse, deiner Körbchengröße, vielleicht meine Haare und Jaschas Stimme. Das ist vielleicht. Das ist es vielleicht schon. Ja. Okay, nächste Frage. Moritz, sind nach Feuer und Lila Wolken noch mehr Jascha featuring Materia und Miss Platinum Songs geplant? Wir haben natürlich auf der EP wie viele Songs? 5 Stück? 5. Also gibt es noch 3 andere weitere Lieder, die wir gemacht haben. Und je mehr von euch das natürlich abfeiern, desto mehr Lieder machen wir einfach. Wie heißt das hier? Nachfrage. Nachfrage. Ne? Gibt's auch. Gibt's mehr Lieder. Wir müssen noch ein bisschen durch den Wind, weil wir gestern unser letztes Festival hatten und ja, gut abgefeiert haben heute Nacht. So, dann Denise. Ja, ne? Ich glaube Denise, ja. Oder Dennis fragt, wann bringt Jascha mal ein Solo-Ding? Natürlich demnächst, weil Jascha macht gerade eine Platte. Ja? Linda, was meint ihr, stehen die Leute mit einem Fußfetisch eher auf kleine oder auf große Füße? Ich würde sagen große. Ich dachte eher so. Hat man noch mehr Fuß, oder? Stimmt. Mehr vom Fuß. Aber eigentlich dachte ich, dass es eher so ein Geruchsding ist. Das Riechen. Ja, guck mal, es gibt auch so Bands, die sich so Socken schicken lassen von irgendwelchen, also wenn Frauen Unterhosen getragen. Bei eBay. Ich verschicke auch ab und zu gerne mal meine Unterhosen. Soll ich vielleicht auch mal fragt. Wir brauchen es. So. Fabian fragt, wann kommt ein neues Soloalbum? Ich bin auch jetzt dabei, langsam anzufangen natürlich schon. Ich habe schon ein paar Lieder und ja, also werde ich demnächst auch wieder mal eine Platte rausbringen. Kitsimius fragt, wie hast du eigentlich Kitsimius kennengelernt? Ich? Naja, wie hast du ihn denn kennengelernt? Ist auch mal interessant. Also wie ich den kennengelernt habe, klar, der ist gekommen. Hat bei Jack Black, unserem ehemaligen Tourmanager, jetzt Manager, damals in Oslo studiert und dann war er irgendwann mal in Berlin, so habe ich ihn kennengelernt. Und du? Rossi, zum ersten Mal? Bei dir. Ich habe ihn bei dir kennengelernt. Ich glaube in deiner Wohnung früher. Ich bin mal wieder. Kleine Feier gemacht. So haben wir uns kennengelernt. Ne? So, David, wie steht ein Materia, ein Masimoto oder eine Miss Platinum zur Legalisierung von Cannabis? Könnt ihr mal beantworten? Ja, also ich finde, sollte man machen, ist sonst ein bisschen lächerlich. Kifft doch eh jeder. Kifft ja eh jeder, ne? So, Marc, was ist der beste Witz, den du kennst? Kannst du einen Witz? Nee. Du kennst keinen einzigen Gar Witz? Gar keinen einzigen. Ganz schlecht. Okay, morgens 9:30 in Deutschland. Wo ist mein Knoppers? Morgens 10:30 in Polen. Ah, Knoppers. Guter Witz. So, jetzt kommen Fragen. Nur an dich. An mich, genau. Körbchengröße Miss Platinum. Kannst du dich mal kurz hinstellen vielleicht? Das sieht man dann besser. Ne? Naja, also ganz klare Doppel-G, würde ich sagen. Ah. Ne? Also ist noch ein bisschen untertrieben, glaube ich. Tim. G wie groß. G wie groß, doppelgroß. nächste Frage. Welche Geschichte bzw. Inspiration hat dich zum Lied Verstrahlt gebracht? Ja, eigentlich du. Du hast gesagt, mach mal ein Lied über die Liebe oder die Droge oder irgendwas, was einen verstrahlt machen kann. Ne? Ja. Genau. Und dann haben wir gesagt, ja komm, schreiben wir da einfach mal. Die Strophen hatte ich auch schon. Dann kamen wir zu der Hook und ich fand das Wort, war einfach immer ein geiles Wort. Es hat einem so ein Bild gegeben. Ist natürlich ein bisschen negativ auch behaftet worden danach durch Fukushima. Da gab es halt ein bisschen Probleme. Über auch hier und da mal einen Zeitungsartikel darüber und so. Da kann ich ja nichts dafür, weil das war ja schon ein Jahr davor. Hermann fragt, ist Masimoto eigentlich auch radioaktiv? Ja, im Moment, wo wir hier sind, wir sind nicht gerade im Radio. Also auch natürlich radioaktiv. Anna fragt, woher kriegt man das Zeug, das Masimoto raucht? Keine Ahnung, das gibt's beim Biobauern Eugen um die Ecke im brandenburgischen Lande. Oder im Biomarkt. Oder im Biomarkt. Ja, Philipp fragt, kifft Miss Platinum auch? Natürlich nicht. So, ein paar andere Dinge, aber kiffen ist da nicht dabei. Tee trinken.
So, Frank, hey mit Materia, hast du nicht Lust für mich ein B-Day-Song, also ein Geburtstagslied zu singen? Hab bald Geburtstag und das wäre mal eine krasse Sache. Okay, du hast ja bald Geburtstag, also nicht jetzt, es wäre Quatsch, jetzt dir ein Lied zu singen, aber wenn du jetzt Geburtstag hättest, dann würden wir singen Happy Birthday to you. Happy Birthday, ne? Und so weiter. Silke, tick-tack, bald 30. Danke, Silke. Was muss davor noch erledigt gemacht werden? Aber sie meint sich, oder? Nein, ich werde ja. Man weiß ja, dass ich jetzt 30 werde. Ich, ja. Ja. Ja, klar weiß ich das. Ja. Und? Was musst du davor noch machen? Ja, einen Baum pflanzen. Nee, also ich habe jetzt eigentlich alles, finde ich cool, es geht jetzt bei uns nur noch um Länderpunkte, also es gibt eine neue Regel bei uns in der Crew, es geht nur noch um Länderpunkte. Es gibt, also man muss reisen, viele Länder sich angucken und man darf halt nicht zweimal in ein Land fahren und es gibt super Länder mit super Punkten, wie zum Beispiel die Seychellen, Island, Neuseeland, Monaco ist auch schwer, weil bei uns ist die wichtige Regel, dass man in diesem Land eine Nacht schlafen muss. Es reicht also nicht, wenn du irgendwo auf dem Flughafen stehst und bist du jetzt nicht in... Wieso ist Monaco schwer? Was? Wieso ist Monaco schwer? Weil es schwer ist, in Monaco sich ein Hotel zu leisten für die Nacht. Ach so, okay. See. Campingplatz. Ja. Und es gibt aber auch zum Beispiel goldene Punkte. Also der allergrößte Punkt, den man erreichen kann, ist Nordkorea. Da gibt es einen Riesenstern, das kannst du mit 5 anderen Ländern ausgleichen. Und es gibt aber ist auch schwer, ein Hotel zu kriegen. Ist auch schwer, ein Hotel zu kriegen. Und es gibt natürlich noch Länder, die es nicht mehr gibt, die ein Superpunkt sind, wie ehemalige Jugoslawien, ehemalige Tschechoslowakei, DDR sind auch super Länderpunkte. Also rechnet mal alle eure Länderpunkte zusammen und dann guckt mal, was man da noch braucht. Es gibt, glaube ich, knapp 200 Länder auf der Erde. So, Maurice. Ein Materia Casper Album. Casper macht immer Spaß, Musik zu machen und ob ich da ein Album. Also irgendwann, wenn man sagt, komm, nicht mehr eine ganze Arbeit für eine ganze Platte, lass uns das mal teilen, könnte es durchaus möglich sein. Anastasia, warum habe ich das Bedürfnis, mit dir zu schlafen? Anastasia, das ist eine, finde ich ja sehr gut, diese Frage. Zeugt davon, dass du tatsächlich Geschmack hast und die ganzen Jungs in deiner Umgebung einfach das nicht so bringen und in den Diskotheken mit komischen Frisuren auflaufen. Und da kommt dann so ein Materia um die Ecke, zack. Ne? Anastasia am Start. So, Fragen an dich, liebe Ruth. Eileen, was war die Inspiration zu Lila-Wolken? Feiern. Feiern, bis die Lila-Wolken bis die Glocken läuten. Zu sehen sind. Doppel G. Ja. So, Bastian fragt, gibt es dieses oder nächstes Jahr noch eine Tour? Nächstes Jahr. Okay. Laura fragt, wie sieht denn dein Alltag aus? Super Frage. Bade morgens in Champagner. Dann putze ich meine Wohnung. Ach nein, macht jemand anders. Und dann gehe ich wieder schlafen. Wir müssen schon rüber. Eine Minute. Den Rest machen wir gleich. Welche Frage würdet ihr nie beantworten? Tobias? Wie sieht dein Alltag aus? Würde ich eigentlich nie beantworten, aber. Wenn du dich entscheiden könntest, Fußballer oder Musiker? Oh, Fußballer. Ich wollte schon immer Torwart bei Hansa werden, aber dann bin ich mit 18 nach New York und bin Model geworden. Super. Hattest du mal GV mit Cora Schumacher? Ja. Ja? Ja. Krass. Christoph, was feiert ihr für Musik? Das ist nur noch eine Frage. Was feiert ihr für Musik, die mich total gegen von dem ist, was okay. Brauchen wir nicht. Welche Geräusche geben Giraffen von sich? Vielen Dank, liebe Facebook-Freunde. Das war's. Bis bald nochmal. Wir müssen los. Tschüss.